Wollen wir uns jetzt mit einem guten Thema beschäftigen? Und zwar will ich mir das Video reinziehen von Mideos, die dunkle Wahrheit über Domtendo. Das habe ich im Community-Tab gesehen. Dort erwartet uns demnächst ein Video über mich und ich freue mich sehr. Genau, das nächste Video ist die Auswahl zwischen David und ich freue mich schon auf dieses Video. Die dunkle Wahrheit über David, das wird ein Highlight. Ich freue mich, wenn ich endlich hops genommen werde. Dann geht's mir an den Kragen und das wird schön. Dann erfahren wir alles über dich, ich glaube auch. Aber die dunkle Wahrheit über Domtendo. Bevor wir erstmal irgendwas über mich erfahren, werden wir jetzt erstmal Domtendo auf die Spur gleiten. Wir werden uns Domtendo angucken und schauen, was seine dunkle Wahrheit ist. Rein da. Die dunkle Wahrheit über Domtendo. Domtendo oder auch Dominik Neumeier wurde am 12. Mai 1993 geboren. Den meisten durch seinen... Ist verrückt, der ist schon 31. Der 31er. Domtendo Content, aber auch für seine Rages bekannt. Rechnet man die 12 und die 5 zu 1993, erhält man 2010. In seiner Videobeschreibung sagt er, dass es seit 2012 Let's Plays gibt. Epischer Ar- Okay. Das ist schon ein krasser Zufall, würde ich so sagen. Also die Illuminaten haben definitiv wieder ihre Hände hier mit dem Spiel. Abenteuer zwischen Skill und Fail. Skill und Fail, S und K, K und S. KS finden wir auf den Autokennzeichen von Kassel. Auf dem Kasseler Wappen finden wir insgesamt 13 Kleeblätter. Das 13, Unglückszahl. Man muss aber sagen, KS steht auch eventuell für KS-Freak. Und ist euch mal aufgefallen, dass KS-Freak irgendwann sehr still wurde? Wollte ich nur mal so sagen an der Stelle. Ein Autokennzeichen von Kassel. Auf dem Kasseler Wappen finden wir insgesamt 13 Kleeblätter. Das 13. Video auf Domtendos Kanal trägt den Titel Hugo Schlüssel Nummer 1. Die Nummer 1 muss ein wichtiger Hinweis sein und wir sollten sie uns gut im Kopf behalten. Der Schlüssel trägt in der Emoji-ID-Liste eine ganz besondere Nummer. 1124. Auf den ersten Blick eine ganz gewöhnliche Zahl. Aber nein, in ihr steckt mehr. Sie ist eine ganz besondere Zahl. Denn 1 plus 1 sind 2. Die 4 lässt sich auch in 2 Zweien aufteilen. Wir haben also 2222. Oder... Aha. Ich verstehe. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dass es genau so ist? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Anders gesagt, der 22.02.2 verbinden wir nun die Nummer 1 mit dem 22.02.2002. Stoßen wir auf die SpongeBob-Folge Drödel, welche erstmal... Es ist so random und ich liebe alles daran, okay? Es ist so random und ich liebe alles daran. Aha. Der 22.02.2002. Versteht ihr, Freunde? Als an genau diesem Tag ausgespielt wurde. Die Trinkmütze mit der Nummer 1 spielt in der Folge eine wichtige Rolle. Domtendo sehen wir oft mit einer Mütze. Zufall? Ich denke nicht. Die Mütze muss also eine größere Rolle spielen. Auf der Mütze finden wir ein D, in deren Mitte ein Dreieck. Und wir... Und wisst ihr, wofür D steht? Für D... Ach, egal. Wissen doch alle, was das zu bedeuten hat. Genau, es ist ein Hinweis auf das Vorfahrtgewehrenschild. Will uns Domtendo also vor etwas warnen? Doch vor was? Das Schild hat die Nummer 205. Suchen wir also nach Domtendo 205, wird uns sein Video über Zelda BOTW... Über Simon Desiu. Über Simon Desiu, Digga. Rein da. Oh, ist das geil. Oh, Bro. Vorgeschlagen. Es trägt den Titel, das Irrschloss. Vorhin hatten wir den Schlüssel. Wir sind also auf der richtigen Spur. Auf dem Thumbnail sehen wir Simon Desiu. Dieser erstellte am 2.7.2009 seinen YouTube-Kanal. 2 und 7, 27. Wir hatten vorhin das Dreieck auf der Mütze. Ein Hinweis darauf, dass die Zahl im Dreieck, also die 205, nochmal wichtig sei. Ich bin am 27.12. geboren. Domtendo ist mein Vater. Sein muss. 2 x 15, 10. Das Video selbst erschien am 15.07.2017. Wir haben ja schon einen Tag und einen Monat. Also brauchen wir hier wohl nur noch das Jahr. Die 2017. Wir haben also den 27.10.2017. Und das ist das Release-Datum von Mario Odyssey. Der 27.10.2017. Wenn ich mich recht entsinne. Also rein in das Release. Oder kam das am 27. oder 17.? Ich meine am 27. 17. An genau diesem Tag erschien Mario Odyssey. Die Mütze von Mario hat verblüffende Ähnlichkeiten mit der von Domtendo. Mario kann mit Cappy jeden Gegner übernehmen und dadurch seine Gedanken steuern. Und können wir uns nicht schon denken, warum Domtendo immer eine Mütze trägt? Natürlich wurde er von Nintendo übernommen. Seitdem folgt er deren Anweisungen und ist nicht mehr Herr über sich selbst. Domtendo spielt aktuell sehr viele Mods, habe ich gesehen. Das ist nicht so ganz in Nintendos Willen, würde ich einfach mal so behaupten an der Stelle. Du weißt das? Ich bin Teil der Verschwörung. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin am 27.12. geboren. Domtendo ist mein Vater. Und ich wusste direkt, dass es das Mario Odyssey Release-Datum ist.
Wollte ich nur mal so sagen. Natürlich wurde er von Nintendo übernommen. Seitdem folgt er deren Anweisungen und ist nicht mehr Herr über sich selbst. Die Idee zu Mario Odyssey kam also nur, da sie selbes mit Domtendo schon Jahre vorher gemacht haben. Biu, biu, biu. Freunde, wir haben die dunkle Wahrheit über Domtendo gesehen und sollten ihn jetzt auf ICQ canceln, wie ich finde.